Katzi, Mausi, Bärchen. Unter welchem Namen ist ihr oder ihr Liebster im Handy abgespeichert? Oder ist es einfach nur der Vorname oder sogar Vor- und Nachname? Philipp Hageni hat sich in den Handys unserer Republik umgesehen. Heute werde ich intim und indiskret, denn ich schnüffel mich in die Handys zufällig ausgewählter Passanten mit folgender Intimfrage. Unter was haben Sie Ihren Schatzi im Telefon eingespeichert? Mein Mann. Mein Mann? Ja. darf ich sehen? Mein Mann, herrlich. Und bei Mein Mann 1, gibt es noch Mein Mann 2? Nee, er hatte mehrere Nummern und deswegen. So. Ja. Klar. Wie Mein Mann 1 seinen Schatzi gespeichert hat, verrate ich später. Wie frisch verliebt diese junge Dame ist, zeigt ihr Telefonbucheintrag für Schatzi. Also wenn dein Freund dich anruft, dann kommt... My Love. Wie heißt dein Freund? Rico. Rico, aber du hast ihn als My Love. Unter was hat der dich gespeichert? Auch unter My Girl halt. My Girl, My Love. Bei diesem Pärchen glänzt er bei ihr im Telefonbuch mit einem ganz besonderen Emoji. Milan und ein Chili-Emoji. Warum Chili? weil er aus Mexiko kommt und ich einmal, als wir uns kennengelernt haben, darüber einen Scherz gemacht habe. Und ich habe auch ein Chili-Tattoo. Ah, okay. Und deswegen ist das so ein Inside-Joke. Die Chili-Chote lässt jetzt nicht blicken auf andere Größen und irgendwie sowas. Ne? Das ist einfach nur Chili-Chote. Ja. Weil der so feurig ist wie ein Chili. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Er sieht so ruhig aus, ja? Ist gar nicht so feurig. Sieht gar nicht so feurig aus hier. Doch viele speichern ihren Partner sehr klassisch. Unter dem Vornamen. Wie heißt er? Matthias. Unter was haben Sie Schatzi im Handy eingespeichert? Unter Melanie. Och, ganz normal. Ganz nicht, normal. Nicht Schatzi, sondern Melli. Nee, nein, Melanie. Nein, ganz normal, Melanie. Wenn der Freund dich anruft, was steht da? Sein Name. Was mir bei meiner Recherche aber massiv auffällt, Schatzis zum Speichern scheinen aktuell Mangelware zu sein. Hat einer von euch einen Freund? Nee, alle Single, alleinstehende, so, okay, alles klar. Haben Sie einen Freund, haben Sie einen Mann, haben Sie einen Schatzi? Nein, gar nicht. Haben Sie einen Schatzi? Auch nicht. Hat noch jemand einen Freund? Nein, alle freundlos, ja. Habt ihr einen Freund, so an sich? Nee. Seid Singles? Also, haben Sie noch einen Schatzi? Haben Sie einen Mann irgendwie? Nee, okay. Trotz Schatzi als Mangelware bei Mama Madeleine entdecke ich aber Interessantes im Handy der Tochter Joline. Was steht da, wenn du Mami anrufst? Mutti. Ja, Mutti mit Lachen-Emoji. Aber du sagst eigentlich nicht Mutti zu Mutti. Nein. Du sagst eigentlich Mami zu Mami. Eigentlich nur Mama. Wussten Sie es überhaupt? Nein. Ich habe mir verboten, mich Mutti zu nennen. Jetzt durch uns haben Sie jetzt erfahren, dass Ihr Kind, dass ich als Mutti da dass sie das Kind als Mutti die Mutti hat. Mutti, pass auf. So, jetzt noch mal zu dem netten Paar vom Anfang dieser Geschichte. Sie hat ihn als Mein Mann 1 gespeichert. Jetzt wird es spannend. Unter was hast du Schatzi gespeichert? Eischatz 1. Wofür steht Eischatz? Dass ich oben stehe. Dass sie oben steht und da gleich als erstes im Telefonbuch. Weil das A ganz oben im Alphabet ist, damit sie ganz oben steht. Alles klar. Damit ich nicht immer ganz nach unten suchen muss. Und wie heißt Schatzi eigentlich? Vanessa. Achso, muss erst mal überlegen. Aber wie heißt er? Vanessa. So, wie heißt dein Freund, Mann? Mario. Mario wolltest du nicht. Hast du nee. Nee? Du hast gesagt, ist jetzt dein... Mein Mann ist es, aber mein Verlobter. Ach, was gibt es Schöneres als einen Eischatz 1 im Telefonbuch? Denn so steht Schatzi immer garantiert ganz oben und das soll ja auch unbedingt so sein.